Hallo liebe Kampfsportfreunde, es ist wieder soweit, Fight Promoter TV und heute zu Gast vielseitiger Kampfkünstler Sifu Joseph Samonte. Hallo Stefan. Schön, dass du da bist. Sifu, die Erklärung für unsere Laien im Kampfsport. Sifu ist ein chinesischer Begriff und steht so viel für Meister. Frei, also stark übersetzt heißt es Lehrvater. Es gibt auch die Aussprache Shifu, Kantonchinesisch, Mandarinchinesisch, aber Sifu sagt man das halt am Kantonchinesischen. Es ist lustig, ich hatte den Sifu Romano, der ist aus der Schweiz. Kennst du ihn vielleicht? Weiß nicht. Nee, okay. Und ich habe dann wirklich gedacht, er heißt Sifu. Also das war am Anfang meiner Kampfsportkarriere. Dann habe ich immer, hey Sifu, wie geht's? Und ich hoffe, ich habe ihn nicht beleidigt. Aber das Pendant sozusagen ist das Sensei. Das kennt man vielleicht Sensei auch kennt im man. Japanischen. Cobra Kai, Karate genau. Kid. Sensei heißt frei übersetzt der Vorhergeborene. Okay. Und beim Sifu ist das halt der Vater. Da kann man schon in der Kampfkunst sehen, wie wichtig der Ältere ist in unserer Szene. Also der mehr Erfahrung hat und mehr Wissen hat. Du bist ja... Wir haben uns ja an der FIBO in Köln auch schon kennengelernt. Mhm. Du bist eher so auch im mentalen Bereich unterwegs. Also auch unsere Gespräche waren sehr tiefgründig in Bezug auf Kampfkunst. Also wir betonen das auch ein bisschen gerne. Was ist der Unterschied zwischen Kampfsport und Kampfkunst im Grundsätzlichen? Grundsätzlich für alle Laien, Kampfsport betrifft den kompetitiven Bereich. Das heißt, da geht es um Gewinnen, um Leistung, um Leistungsoptimierung, also das, was man halt eigentlich kennt von allen anderen Sportarten. Die Kampfkunst versucht, also das ist der Grundkern, versucht sozusagen, wie eigentlich jede Kunst, archaische Gewalt mittels der Kultur zu begegnen. Mhm. Und das ist, das passiert in der Kampfkunst. Ich bin in unserer Schule bin ich Samonte Gym? Samonte Fight Performance, ja. Bin ich zuständig für die Kinder- und Jugendabteilung. Und ich glaube, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, ist es unablässlich, den philosophischen Teil, den pädagogischen Teil, auch sehr gut zu kennen, damit man das Ganze auch gut vermitteln kann. Ist es so, dass Eltern teilweise zu euch kommen und dann sagen, mein Kind wird geneckt? Das heißt, es muss sich wehren können. Können Sie bitte beibringen, dass er hier auf die 12 haut? Genau, ich nenne das immer häusliche Aufrüstung. Das okay. ist immer die. Das basiert natürlich auf Angst. Das ist das Hauptgift dieser Welt. Und die Eltern haben immer die Vorstellung, wenn ich mein Kind in die Schule bringe, dann soll es halt immer sehr wehrhaft werden. Das heißt, sobald mir irgendwas weggenommen wird, soll der Junge sich wehren. Das ist besser, als gemobbt zu werden. Aber meistens werden die positiv überrascht, die Kinder verändern sich tatsächlich, aber nicht, weil sie gewalttätiger werden, sondern weil sie Kooperationsstrategien lernen. Das heißt, sie werden kooperativer, weil die Kampfkunst, und das muss klar sein, auch im Kampfsport, geht nicht ohne Kooperation. Das weiß jeder Grappling-Künstler, jeder MMA-Kämpfer. Mhm. Du kannst ohne Partnerübungen deinen Sport nicht ausüben. Du kannst ohne einen Coach, ohne einen Lehrer diesen Sport nicht wirklich verbessern, optimieren. Das heißt, du bist angewiesen auf deinen Mitmenschen. Und das führt automatisch zu einer solidarischen Einstellung. Okay. Ja, du hast, ich gebe nur ein Beispiel. Wenn man beim Grappling einen Tap-Out macht, also abklatscht, ist es eine wichtige Attitüde weltweit, dass ich dann sozusagen löse. Ja, das heißt, ich bin abhängig von meinem Partner, dass er die Regeln einhält. Und das ist nirgendwo so wichtig wie in den Martial Arts, also in den Kampfkünsten. Das ist leider in der normalen Bevölkerung, wird das völlig anders gesehen. Man sieht dann irgendwelche starken Kämpfer und das Erste, was ein Laie denkt, ist, die hauen doch nur drauf, das ist doch brutal. Und wie viel Ethik und Moral dahinter steckt, sieht man manchmal, glücklicherweise, an starken MMA-Kämpfern, die nach dem Kampf, wenn die dann sozusagen einen Choke haben, den anderen sofort dem helfen. Okay. Oder eine Demut. Also du hast eine Verantwortung eigentlich. Ja, das ist eine. Auch die gesundheitliche Verantwortung. Das würde ich mir auch im Grunde, ohne politisch zu werden, gesellschaftlich, ist das genau das, was fehlt. Wir können mittlerweile gar nicht mehr diskutieren über ein Thema und dann sich mit einem Handshake verabschieden. Heute ist es so, wenn du ein
andere Meinung hast zu bestimmten Themen, ja, ob das Krieg, Corona ist, dann ist es so, dass die Leute in der Familie sich nicht mehr einladen. Also du wärst ausgeschlossen eigentlich? Komplett. Obwohl man eigentlich, wie soll ich sagen, am besten, man muss auch mit denen sprechen, mit denen man sich am wenigsten versteht. Genau. Weil das heißt ja, man versteht sich ja am wenigsten mit denen, oder? Und da kann man tatsächlich von der Kampfkunst lernen, weil die Leute, die schenken sich nichts. Sie sind wirklich gnadenlos im Ring und danach liegen die Leute sich in den Arm, weil da dieser Respekt, die Achtung vor dem anderen ist und diese professionelle Distanz zu der Sache. Ja. Und das ist einfach auch für unsere Gesellschaft eine sehr wichtige Geschichte, dass man halt mit jemandem doch hart diskutieren kann. Und das muss doch möglich sein, danach friedvoll wieder auseinanderzugehen, obwohl man anderer Meinung ist. Weil die Kämpfer haben weiterhin die Meinung, ich bin besser, ja, der Kampfrichter hat das nicht gewertet, der andere war schlechter, aber trotzdem respektiert man sich. Und das ist eine Sache, die wird leider in der Kampfkunst verkannt, wie wichtig das ist. Also wir Kampfkünstler wissen das, aber die meisten Leute, die sich das nur anschauen auf irgendwelchen Kanälen, die haben da gar keinen Zugang. Ich denke teilweise auch, dass gewisse Coaches die Angehensweise nicht richtig ist. Also ich erinnere mich an meinen Judo-Unterricht, als ich 5 Jahre jung war. Und der hat uns immer an den Ohren gezogen, was falsch gemacht hat. Nein. Dann habe ich gesagt, ja eben, nein, das war alte Schule, vor, keine Ahnung, 42 Jahren. Und dann habe ich keine Lust mehr gehabt, dahin zu gehen. Dann bin ich halt ins Fußball. Aber an den Ohren gezogen, was, ja, wie süß. Sehr süß. Wie deswegen habe ich so lange Ohren jetzt mittlerweile. Nee, auf jeden Fall, Scherz beiseite. Das war abschreckend für mich. Ich bin erst später wieder ins Karate. Die offene Hand heißt es sozusagen, gell? Ja, die leere Hand. Die leere Hand, genau. Ähnlich wie Karaoke, das leere Orchester. Okay, Karaoke mache ich auch gerne. Das kann man. Das hört sich gut an. Kavalier. Einfach, die Lust ist mir vergangen. Aber die Strategien haben sich natürlich geändert. Heute ist sehr viel mit Prävention, teilweise vielleicht auch ein bisschen auch übertrieben. Also, dass man gucken muss, dass man abgesichert ist. Wie siehst du das? Wie gesagt, Kinder, Jugendtrainer, das ist ja heutzutage in dieser Welt jetzt, die wir mittlerweile sind, noch anspruchsvoller und noch schwieriger handzuhaben. Das Ding ist so, bei der Samantha Fight Performance als Verantwortlicher für die Kinder- und Jugendabteilung gibt es für uns ein Credo, für alle Trainer, die da mitarbeiten. Hier mit dem Ziehen fällt mir halt eine Anekdote ein. Eine Blume wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Mhm. Aber man kann das Wachstum fördern, ähnlich wie ein Gewächshaus. Man braucht Sonne, man braucht Licht, Dünger und so weiter. Liebe. Und tatsächlich Aufmerksamkeit, um das mal so auszudrücken. Und wir versuchen in unserer Schule, in der Samonte-Schule, genau diese Umgebung zu bilden, dass ein Heranwachsender tatsächlich gedeihen kann in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und da geht's halt in zweiter Linie erst um den Wettkampf. Ich habe die Ehre, sozusagen die Jugend vorzubereiten. Mhm. Und wenn sie dann sozusagen so weit sind und auch so eine innere Stabilität haben, dann bin ich froh, sie zu meiner Schwester und zu meinem Schwager, Dennis Samonte und Kim Samonte, ja, dass die werden dann übernommen von meinem Schwager und die kommen dann Hard Knocks Pädagogik. Okay, aber ich denke mir, wenn das auch passiert, dass der Kämpfer oder die Kämpferin hat ja trotzdem die Möglichkeit mal zu sagen, okay, ich kenne das jetzt seit 10 oder 15 Jahren, jetzt würde ich gerne mal in ein anderes Gym gehen und dann bekommen sie vielleicht ein anderes Lehrmittel. Ist ja auch nicht so schlimm, jeder hat auch seine Philosophie, oder? Mhm. Aber ist es dann auch von der Erfahrung so, dass teilweise Leute auch wieder zurückkommen? Ja, unbedingt, weil die Loyalität bei Menschen ist so, die Menschen, man unterschätzt immer die Dankbarkeit der Leute, dass die wissen, wo bin ich inspiriert worden? Mhm. Wir als Familie machen das jetzt schon knapp 40 Jahre, so gesamt. Wir sind sozusagen eine Zirkusfamilie, mein Schwager, ja, meine Schwester und ich. Das Ding ist so, wie viele Leute da ihren Abschluss gemacht haben, ihr Studium beendet haben, ihre Ausbildung erfolgreich gemacht haben und dann immer noch den Weg zu uns finden, das zeigt halt auch, dass die Inspiration, die man damals geben durfte, dass die weiterlebt, aber außerhalb der Matte. Das heißt, das Erreichen von beruflichen Zielen, die eigentliche Persönlichkeitsentwicklung, die verdankt man meistens der Matte, sagen wir immer. Okay.
Also ich habe ja auch nochmal schnell zurückzukommen zu dieser, eben beim Sparring, wenn ich jetzt boxe, dann verabrede ich mich ja auch mit dem Partner und sage, ist es okay vor der Intensität, können wir ein bisschen stärker schlagen. Also ich habe es einmal gehabt, dass wir so einen Kampf gehabt haben, wo er einfach gesagt hat, ja, easy, entspannt, und hat er mir voll in den Bauch geschlagen. Dann habe ich nochmal gesagt, okay, wir haben doch jetzt gerade ausgemacht, und dann gleich nochmal. Dann habe ich halt beim Zurückgehen einen Schwinger gelandet und dann hat er, nicht so stark. Aber ihm habe ich dann, oder man muss dann auch die Aufrichtigkeit haben, zu sagen, Entschuldigung, mit dir möchte ich kein Sparring mehr machen. Das habe ich auch gesagt, weil das hat keinen Wert, wir werden uns nicht finden. Der Coach natürlich gekommen hat, dann zurechtgewiesen, weil das endet ja nur in der Schlägerei, oder? Es ist so, die Empathiefähigkeit wird in der Regel immer dann gestärkt, wenn man überhaupt weiß, wie sich das anfühlt. Wir haben ja so, in den Schulen kennt man ja die Jungs, die sich dann schlagen, und dann, wenn man die dann fragt, so, dann haben die meistens so von 10 Schlägereien, wenn man das so statistisch mal aufbröselt, haben die 9-mal immer gewonnen. Okay. Vielleicht einmal gegen größeren Verlierer. Also jeder hat immer gewonnen. Genau. Und sobald man die Ausbildung anfängt, ja, ändert sich das Verhältnis. Das heißt, man muss viel häufiger abklatschen. Man kriegt viel häufiger einen Haken oder einen Leberhaken und muss in die Knie gehen. Das ermöglicht den Schüler oder dem Studenten erstmal, ein Gefühl zu entwickeln, was richte ich eigentlich an, wenn ich jemanden zusammenstiefle, der schon unten am Boden liegt. Absolut. Das würde ich also, und das führt dazu, dass die Leute empathischer werden, dass sie sagen, ey, ich habe so einen Bums, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn ich dann runtergehe. Man wird nicht zarter, aber man weiß, welche Konsequenzen das hat. Und das führt dazu, dass man womöglich außerhalb der Matte oder des Rings, ja, hört sich Panne an, aber wirklich leicht zivilisierter ist im Umgang mit den Sachen. Zumindest kann ich das für die Jugendlichen sagen. Was sie dann als Adulte, als Erwachsene machen, das steht auf einem anderen Blatt. Die Leute haben ja auch ein bisschen den Bezug verloren zur Realität. Also es ist alles sehr einseitig. Du siehst was, du siehst, die prügeln sich, der macht so einen coolen Roundhouse-Kick, der andere fällt zu Boden, so wie ein Stein, und wow, krass und so. Aber so eben, wie du sagst, dieses körperliche Gefühl dazu verlieren sie komplett. Und wenn sie selber in so eine Situation kommen, dann ticken sie vielleicht aus und wissen nicht, wann dann auch mal gut ist. Also wir haben uns ja früher, wir sind ja gleicher Jahrgang, 75, glaube ich, oder? 73. Ich bin sogar jünger, das ist schön. Tut mir leid, Sifu. Auf jeden Fall, wir haben uns geprügelt, dann lag einer am Boden, ist jetzt fertig, ist aus, und dann war aus, ne? Aber heute ist ja, also es hat ja schon früh angefangen, glaube ich, vor 10 oder 20 Jahren, dass einfach diese, da gibt es keinen Stopp mehr. Die Leute werden so zusammengeprügelt, bis sie ein Leben lang invalid sind. Das Interessante ist ja, dass die Emotionalität auch innerhalb der Gesellschaft, man spricht so von Gewalt oder Gewaltbereitschaft, das ist ein großes Thema im Ringsport, auf der Matte. Also Kampfsportler müssen sich mit Emotionen beschäftigen. Es geht gar nicht anders. Ja. Und das heißt, mit den eigenen, Nervosität, Lampenfieber, durchaus auch Ängste, Selbstzweifel, aber auch eben Aggression und die Gewaltbereitschaft, die dann sozusagen wie ein Instrument zu nutzen, die einzuschalten und wieder auszuschalten, das macht den Menschen doch erst zum zivilen Menschen. Absolut. Diese Selbstkontrolle zu sagen, jetzt bin ich Feuerwehrmann, jetzt muss ich die Tür eintreten, sonst verbrennen die Kinder. Ja. Jetzt bin ich aber ein Familienvater, mein Sohn macht zwar Käse, aber ich ohrfeige ihn nicht oder meine Tochter. Das ist eine Sache, die verlangt man im Kampfsport. Also mein Schwager beispielsweise, auch meine Schwester, die sind sehr, sehr streng. Wenn da einer ausrastet auf der Matte, so, weil der sich ärgert, der kriegt erstmal sofort mit Verlaub, ich sag das jetzt mal, einen Einlauf. Weil dieser Verlust der Selbstkontrolle ist auch der Grund, warum man im Grunde Kampfsport macht, damit man... Ist ja Verantwortung von euch auch, dass ihr das ihm beibringt oder ihr beibringt, dass am Schluss das nicht mehr passiert. Genau. Wenn man so will, ist das eine Deeskalation und Antiaggressionstraining ohne den pädagogischen Überbau, den man teilweise in verschiedenen Kursen kennt, die dann wahrscheinlich auch in der Schweiz, aber in Deutschland dann staatlich gegeben wird für die Jugendlichen, die sich dann halt nicht so gut unter Kontrolle halten, versucht man diese Kurse zu machen. Und ich glaube, dass der Kampfsport die beste Medizin ist,
die Leute sozusagen einzunorden. Das Ventil zu öffnen auch. Ja, genau. Und das einfach so ein bisschen, dass sie sehen, ah, ich bin zwar ein cooler Kämpfer, ich kann gut prügeln, plötzlich habe ich 10 Leute, die mich sogar hier mal kurz auch besiegen können. Es gibt zum Beispiel auch die... Mit Respekt, ja, es gibt die Idee, dass der Zweikampf, auch so philosophisch, eine Metapher ist des Lebens. Okay. Und dadurch hängt das sehr, sehr eng zusammen, dass wenn jemand sich mit Zweikampf beschäftigt, sich man automatisch mit den Problemlösungen beschäftigt, die auch im Leben vorkommen. Und das ist so spannend an der Kampfkunst, dieses Verhältnis zu sehen. Da fällt mir gerade was Gutes ein. Abschließend, da sind ja Charakteren, die zu dir kommen, die tragen vielleicht finanzielle Probleme mit sich, Freundin hat mich verlassen, ich komme aus einer Krankheit, ich war lange verletzt. Macht ihr auch so Gespräche, wo ihr dann mal zuerst herausfindet, wer ist dieser Joseph Samonte? Also was willst du hier? Warum bist du hier? Und was ist dein Hintergrund? Du musst mir ja nicht alles erzählen, oder? Definitiv. Das kommt also von alleine, weil die Leute sich von alleine öffnen. Aber und ich glaube, das liegt daran, dass diese Selbsterkenntnis stärker wird durch die Arbeit mit sich selbst. Mhm. Wir glauben zum Beispiel fest dran, also ich mache sehr viel auch Formunterricht und so weiter und so fort für die Kinder und habe die Beobachtung gemacht, dass zum Beispiel so eine Spiegelarbeit dazu führt, dass die Kinder ein Selbstbewusstsein haben. Wenn man per Definition überlegt, was bedeutet Selbstbewusstsein, dann ist das in erster Linie das Bewusstsein von sich selbst. Mhm. Und dazu hilft tatsächlich die Erkenntnis, wie funktioniert mein Körper und was ist mit meinem Körper. Ja. Und dieser Sachverhalt führt eigentlich automatisch dazu, dass die Leute ganz alleine, unabhängig von unseren Gesprächen, was du ansprichst, beim Nachhausegehen, in der Umkleidekabine, eigentlich immer mehr Selbsterkenntnis gewinnen. Das liegt daran, ich will mal Erich Fromm zitieren, in unserer Gesellschaft hat man immer was. Man hat ein Haus, man hat ja, ja. Und man spricht sogar davon, dass man einen Körper hat. Und wenn man dieses Hilfsverb verändert und ersetzt mit sein, dann erkennt man, dass man in dieser Runde nicht einen Körper hat, sondern man ist Körper. Ja, ja, ja. Und wir haben also die Möglichkeit, in dieser Runde Körper zu sein. Und die Kampfkunst, der Kampfsport, führt genau dazu, zu dieser Selbsterkenntnis. Und dafür bin ich der Mathe und viel, also einfach sehr dankbar. Das sind richtig gute Schlussworte hier. Ja, liebe Kampfsportfreunde, spannendes Gespräch, Joseph Samonte. Sag noch eure Webseite. SamonteFightPerformance.de. Sofort anmelden. Und hier, immer schön nett bleiben. Ja, Charakter genau. Mitbringen, Charakterstärke. Ja, wunderbar. Schön, dass du da warst. Sehr gerne. Ich würde meinen, wir verabschieden uns mal in die Totale. Ja. Liebe Kampfsportfreunde, das war wieder Fight Promoter Staffel 2. Joseph Samonte, haut rein!